Heute besprechen wir ganz kompakt die wichtigsten SQL-Befehle, die du in deiner täglichen Arbeit benötigen wirst. Los geht's! Befehl Nummer 1: Select. Mit der Select-Anweisung kann ich eine Tabelle abfragen und erhalte alle dazugehörigen Datensätze. Kommen wir nun zum nächsten Befehl. Where. Ich kann die Select-Abfrage mit einer Bedingung einschränken. In diesem Fall will ich alle Datensätze aus der Tabelle People, die größer, die älter als 10 Jahre sind. Der Zusatz liegt in der Bedingung Where. Befehl Nummer 3. Order. Mit Order kann ich die Anzeige absteigend oder aufsteigend nach einem bestimmten Attribut oder Feld, in diesem Fall das Alter, Age, darstellen und ist ein wichtiges Werkzeug im Umgang mit SQL. Der Join. Mit einem Join kann ich Datensätze mit anderen oder mit Datensätzen aus anderen Tabellen verknüpfen. In diesem Fall erweitere ich die Tabelle People mit der Tabelle der Größe Hits und habe somit die Möglichkeit, zusätzliche Eigenschaften abzufragen und in einem Gesamtergebnis darzustellen. Befehl Nummer 5. Alias. In diesem Fall verwende ich als Abkürzung der People-Tabelle ein A und verwende diese dann im Select-Kopf, im Select-Anweisung A.H. Damit kann ich übersichtlicher und strukturierter meine Abfragen gestalten. Befehl Nummer 6. Union. Mit einem Union kann ich zusätzliche Datensätze hinzufügen. In diesem Fall habe ich den Kunden, die Customers, mit jenen aus dem Staff erweitert. Wichtig ist hier, dass die gleiche Anzahl an Spalten eingehalten werden muss. Es gibt auch noch eine Unterscheidung, ob doppelte Datensätze gelöscht werden sollen oder nicht. Hier kann ich dann jeweils Union oder Union All einsetzen. Befehl Nummer 7. Insert. Mit dem Insert-Befehl kann ich Datensätze in eine Tabelle schreiben. In diesem Fall schreibe ich diesen Datensatz Joe mit der Zahl, mit dem Alter 102 in die People-Tabelle. Befehl Nummer 8. Update. Ich kann einen Datensatz durch das Update ganz einfach aktualisieren. In diesem Fall wird der Datensatz mit dem Namen Joe und mit dem Alter Age 101 aktualisiert. Befehl Nummer 9. Upsert. Der Upsert ermöglicht mir eine kontrollierte Speicherung von Datensätzen in einer Tabelle. In diesem Fall habe ich diesen Zusatz onDuplicate Key Update das Alter 101. Das bedeutet, wenn es diesen Datensatz bereits in der People's Tabelle existiert, so wird dieses auf das Alter 101 automatisch aktualisiert.
Befehl Nummer 10, Delete. Mit dem Delete-Befehl kann ich Datensätze aus einer Tabelle löschen. In diesem Fall löscht er den gesamten Inhalt der People-Tabelle. Falls ihr Fragen zu den einzelnen Befehlen habt, hinterlasst mir bitte einen Kommentar. Ich freue mich, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Tschüss und bis bald.